Hallo und herzlich willkommen zurück zu The Elder Scrolls 5 Skyrim Folge 51. Wir stehen in Flusswald. Ich habe gerade in der letzten Folge im Flusswald Handelskontor meine Sachen verkauft, die ich nicht mehr brauche. Und ja, wir gehen jetzt die nächste Quest an. Wir müssen, besorge dir eine kaiserliche Ausrüstung vom Beirand. Genau, wir müssen nach Einsamkeit. Ja, ich habe mich dazu entschlossen, der kaiserlichen Armee beizutreten vor geraumer Zeit und habe meine Ausbildung aber noch nicht absolviert. Ne? Wir müssen uns jetzt eine Ausrüstung besorgen. Das Befiedern gefällt mir. Es ist schwierig und manchmal eintönig, aber ein guter Pfeil trifft, als hätte ihn ein wütender Gott verschossen. Ja, kannst du mich denn unterrichten? Ein neues Gesicht. Ich komme aus Hammerfell. Ich kann kaum noch den Überblick über die Leute behalten, die ich schon getroffen habe. Ich bin schon weit gereist. Ich war ein Helden. Wo hat der Drache angegriffen? Wir haben Gerüchte gehört über Tote und Feuer, das vom Himmel kam. Aber nichts Handfestes. Die Gerüchte sind alle wahr. Dann werden wir wohl bald köcherweise Pfeile verkaufen. Mit einem Schwert richtet man gegen einen Drachen nichts aus. Doch. Ihr seid also weit weg von zu Hause? Ja. Aber ich werde noch länger in Einsamkeit bleiben. Fihadas Fähigkeiten als Pfeilmacher haben mich hierher geführt. Ich wollte lernen. Und es gibt noch viel in Himmelsrand zu sehen. Ja. Ich habe von einer Stadt namens Windhelm gehört, die fast komplett weiß ist vor lauter... wie heißt das nochmal? Ach ja, Schnee. Und weit im Westen liegt eine Ruine. Wolfskigge. Dort drin soll es eine Mauer geben. Schwarz wie die Nacht. Und sie spricht in der uralten Drachensprache. Wirklich? Es gibt Wunder an diesem Ort, von denen ich nie zu träumen gewagt hätte. Jetzt bin ich aber neugierig. Es ist schön, mit einem anderen Reisenden zu plaudern. Ja, fand ich auch. Danke. Wolfskigge. Waren wir da schon drin? Der Name sagt mir was. Aber ich kann mich jetzt nicht an eine schwarze Mauer erinnern. Man kann doch hier nicht suchen, oder? Hendraheim, da waren wir auch noch nicht. Heldenruh. Dämmerstern. Also ich würde jetzt pauschal mal behaupten, da war ich noch nicht. Aber das klang interessant. Schade, dass er mir nicht auf der Karte markiert, wo das ist. So. Gut, ich muss irgendwo rein. Hier. Aufschließen mit Kram, mit Charme. Da würde ich sagen... Übernachten erstmal. Ich habe kein Problem mit Zerstörungsmagie. Verlass die Häuser hier bitte stehen. Zwinkern Askiva. Einen besseren Namen gibt's gar nicht. Ihr passt doch auf euch auf, oder? Ja, solange wie ich hier keine Skiva im Bett habe, hätte ich gern ein Zimmer. Euch für ein Willkommen im zwinkernden Skeva, mein Freund. Habt ihr von einem Mottenpriester gehört, der hier durchgekommen ist? Ich etwas gehört habe? Es gab in der Stadt 3 Tage lang kein anderes Gesprächsthema. Okay. Solche Besucher gibt es hier nicht besonders oft. Ah, wo ist er jetzt? Oh, er ist vor kurzem abgereist. Danke. Er sagte, dass er seine Arbeit abgeschlossen habe und dass es Zeit sei, weiterzuziehen. Mehr kann ich euch nicht sagen. Er bat mich, niemandem zu sagen, wohin er ging. Ich schätze, dass er keine Aufmerksamkeit wollte. Aber ich muss wissen, wo er ist. Es ist wichtig, dass ich ihn schnell finde. Es ist so, wie ich sagte. Ich werde nicht darüber reden.
Es ist mir viel wert, diesen Mottenpriester zu finden. 343 Goldstücke. Das ist mir bewusst. Er sagte, dass er als nächstes nach Drachenbrügge unterwegs sei. Ich hoffe, das hilft euch weiter. Na klar, mein Freund. Danke. Ich möchte ein Zimmer mieten. Natürlich. Für heute gehört das Zimmer euch. So. Ich zeige euch euer Zimmer. Hier entlang. Na, ich folge dir. Papa sagt, dass ich Rockwehr nie mehr wiedersehen werde. Aber er wollte mir nicht verraten, warum. Ihr habt das aber sehr schön eingerichtet hier. Für ein paar gute Gerüchte interessiert, kann ich euch helfen. Nee, ich möchte nur das Bett. Wissen, wenn ihr sonst noch etwas braucht. Alles gut. Lüdi, guck mal, ein Doppelbett. So, wie lange wollen wir schlafen? 8 Stunden? Ja. 8 Stunden ist eine gute Zeit. So. Gut. Wenn ihr euch für ein paar gute Gerüchte interessiert, kann ich euch helfen. Ich hoffe, dass das Kram mit Charme jetzt offen hat. Damit ich meine Ausrüstung holen kann. Ah, herrlich. Ich bin viel zu oft bei Nacht unterwegs. Okay, das ist anscheinend ein NPC, der da in der Nacht drin gewesen ist. Anscheinend haben die Kaiserlichen ständig Bedarf für alles Mögliche. Was habt ihr zu verkaufen? Euch dienen? Die besten Waffen und Rüstungen. Das sagen sie alle. Zeig mal her. Korundum-Erz. Dietrich, nehme ich eine Dwemer Plattenrüstung, Eisenbahren, 28 Stück Eisenpfeile, die kaufe ich dir auch ab. Ein Elfenschild des überragenden Blockens. So. Lederstreifen, Mondsteinerz, Quecksilberbarren, Stahlbarren. Oh, habe ich jetzt Stahlbarren gekauft? Ich dachte, das sind Pfeile. Veredelter Malachit, vergoldete Elfenrüstung, Vulkanglasbogen, Vulkanglaskriegshammer, Streitaxt, Zwergenzweihänder und Zwergenzweihänder des Donnerkeils. General Tullius hat gesagt, ihr würdet mich ausrüsten. Ja, ich hätte da nur eine Frage an euch. Leicht, mittel oder schwer? Schwer. Besseren Stahl werdet ihr nirgends finden. Wenn der euch nicht vor dem Tod rettet, dann kann euch gar nichts retten. So, das wär's. Jeder Soldat kriegt eine Kluft umsonst. Wenn ihr die verliert oder sie euch kaputt hauen lasst, werdet ihr zahlen müssen, genau wie jeder andere. Habt ihr darüber nachgedacht, euch in den Kampf zu stürzen? Würde ich wohl. Wenn da nicht mein Sohn wäre und meine Frau. Oh, Seima würde mir ans Leder gehen, sollte ich auch nur andeuten, den Fuß auf ein Schlachtfeld setzen zu wollen. Ihr haltet Sturmmäntel und kaiserliche Soldaten für gefährlich? Stellt ihr Rüstung für die Kaiserlichen her? Zu etwas anderem habe ich momentan auch kaum Zeit. Die Männer, die hier in Einsamkeit trainieren und die Truppen, die im Einsatz sind, alle brauchen sie Waffen und Rüstungen. Aber damit erzähle ich euch gewiss nichts Neues. Ihr seid dem Kaiserreich also ziemlich verbunden? Ja, ehrlich gesagt, nein. Aber Großkönig Torik unterstützte sie. Und nun hat Lady Elisif sich ebenfalls auf ihre Seite gestellt. Man könnte sagen, dass ich im Herzen ein Königstreuer bin.
Das muss wohl jetzt Jarltreuer heißen. Meine Loyalität gilt Einsamkeit. Wohin Jarl Elisif uns auch führt, ich folge ihr. Okay, ich möchte mein Pferd mit einer Rüstung ausstatten. Würde ich wohl. Ach Mann, ich hatte... Und meine Frau. Das hier. Natürlich. Stahlrüstung, Elfenrüstung. Oh. Die Rüstung deines Pferds wurde gewechselt. Okay. Ihr könnt jederzeit zurückkommen, wenn ihr Waffen oder Rüstungen braucht. Meine Schmiede macht niemals Pause. So, wo muss ich jetzt hin? Es gibt anscheinend... Wollte ich selbst in die Zuflucht gehen und die dunkle Bruderschaft ausräuchern, aber mir ging es an diesem Tag gar nicht gut. Ja. So, stiehl die Statue aus dem Tempel von Dibella. Muss ich das wirklich machen? Wo haben wir denn den Tempel? In Markart. Dann hoffe ich nur, dass ich dabei nicht erwischt werde. Nicht zu fassen, dass ich ausgerechnet hier stationiert bin. Sogar die Betten sind aus Stein. Entschuldigt, aber wisst ihr etwas über dieses Haus? Habt ihr gesehen, dass jemand hinein oder hinausgegangen ist? Warum fragt ihr? Ich gehöre zu den Wächtern von Stendar. Wir vermuten, dass dieses Haus zur Daedra-Verehrung missbraucht wurde. Böse Rituale und so weiter. Braucht ihr vielleicht Hilfe? Ich wollte eigentlich gerade hineingehen. Gut, jemanden zu haben, der mir den Rücken deckt. Folgt mir und seid wachsam. Daedra sind mächtige und verschlagene Kreaturen. Man weiß nie, was einen erwartet. Okay. Das Haus des Schreckens. Durchsuche das verlassene Haus. Dann werden wir mal rein in die Hütte. Frisches Essen. Keine Fäule an den Möbeln. Jemand ist hier gewesen. Und das vor kurzem. Aber die Leute, die ich befragt hatte, haben niemanden gesehen, der hinein oder hinausgegangen ist. Moment, habt ihr das gehört? Ich glaube, das kam von da hinten. Ich habe nichts gehört. Das ist... Etwas ist hier im Haus. Los, wir gehen der Sache auf den Grund. Okay, ich folge dir. Wir wissen, dass ihr da drinnen seid. Da ist noch eine Tür. Versucht doch, sie zu öffnen. Schlüssel auf. Forderlich. Das ist kein gewöhnlicher Daedra. Wir müssen Hilfe holen. Schwach. Er ist schwach. Und ihr stark. Zermalmt ihn. Was ist denn hier los? Das ist tatsächlich ein Haus des Horrors. Ich brauche den Schlüssel. Oh, warum ist denn das jetzt hier mit einmal so? Los gehen wir. Wir verschwinden von hier. Jetzt. Dietrich und Gold. Warum verschwinden wir? Wir brauchen doch nur den Schlüssel. Dann können wir da rein. Aber okay, wenn er sagt raus, dann... Nein. Tötet ihn. Zermalmt seine Knochen. Zerreißt sein Fleisch. Raus aus meinem Kopf, Alter. Ihr werdet töten. Ihr werdet töten. Ich will nicht sterben. Ich kann ja nicht sterben.
Aber warum? Du musst das nicht tun. Ja. Eure Belohnung wartet auf euch, Sterbliche. Weiter unten. Ich habe eine Belohnung, ja? Was ist das? Lachsbraten. Okay, ich habe gedacht, das ist eine Notiz. Wer weiß, was ich da jetzt als Belohnung bekomme. Ja, weiter. Tiefer in die Eingeweide. Das war knapp. Euer Preis wartet auf euch. Also ich glaube ja nicht, dass ich da einen Preis bekomme. Was sind hier Dwemer-Ruinen teilweise schon wieder? Oh. Was haben wir denn da? Ist das denn hier wieder so dunkel? Nee, halt. So, wo habe ich den Vulkanglas-Streitkolben? Ein rostiger Streitkolben. Glaubtet ihr wirklich, Molagbal, der Peiniger der Menschen, würde euch so einfach belohnen? Was seht ihr von diesem kleinen Käfig aus? Sagt es mir. Das ist ein Altar, ein Streitkolben, er ist verrostet. Ich sehe nur die Stacheln der Falle. Ich würde auch sagen, dass das ein Altar ist. Ja. Hier wurden die Jämmerlichen mir zu Ehren geopfert und die Schwachen von den Starken bestraft. Aber auch ein Deldra-Fürst besitzt Feinde. Und meine Rivalin Boetia hatte ihren Priester angewiesen, den Altar zu entweihen, bis ihr kamt. Ich wollte euch nie helfen, lasst mich gehen. Gut. Eine Belohnung versprochen. Ihr sollt die Freiheit bekommen, die ihr Sterblichen so sehr schätzt. Aber Boetias Priester wurde auch gefangen. Aber nicht von mir. Er ist verletzt, leidet. Verschont ihn. Lasst ihn sein Ritual ein weiteres Mal ausführen. Und wenn er es tut, werden wir auf ihn warten. Tja, kann ich den rostigen Streitkolben jetzt nicht mehr mitnehmen, nein? Das ist natürlich jetzt blöd. Okay. Vielleicht hätte ich mich anders entscheiden sollen, aber Daedra sind doch eigentlich böse. Ja, um ihn tut's mir jetzt nun natürlich leid, ne? Der hat mich um Hilfe gebeten.
Jetzt werden wir uns mal um die Statue kümmern. Ah, hier. Tempel von Dibella. Die Schwestern halten Zwiesprache mit Dibella. Sie dürfen nicht gestört werden. Das heißt? Ein andermal wiederkommen. Ich muss ja da rein. Das Stehlen an sich ist ja schon eine Straftat. Oh, hier erstmal wieder den Spot zu finden. Ich bin auf der richtigen Seite. Ja. Ich hoffe, dass das jetzt noch keine Strafe nach sich zieht. Das Objekt ist jedenfalls nicht hinter einer Tür. Es liegt hier irgendwo. Was macht ihr denn hier? Bleibt, wo ihr seid. Die Mutter wird sich um euch kümmern. Also gut, wer ist die Mutter? Wer ist sie? Mist. Ich wollte nicht entdeckt werden. Das wird schwer. Die gucken nämlich gerade alle. Ich muss das machen, wenn ich gerade... Nee, nee, bitte. Was soll das denn? Ich habe mich über den Tempel gewundert. Leider erlauben wir Männern keinen Zutritt zum Allerheiligsten. Ihr habt einen Fehler begangen und müsst dafür bestraft werden. Warum? Was ist die Strafe? Normalerweise ein schneller Tod. Zum Glück für euch sind andere Angelegenheiten dringender. Wir könnten ein Exempel statuieren, aber vielleicht gibt es für euch eine bessere Verwendung. Wozu ist das denn gut? Die von euch so grob unterbrochene Zeremonie war das hohe Protokoll des Orakels von Dibella. Ich erwarte nicht, dass ihr wisst, was das bedeutet. Es genügt wohl, wenn ich sage, dass wir unser Orakel kürzlich verloren haben. Durch das Protokoll haben wir gesehen, wo das nächste Orakel lebt. Im Norden, in einem kleinen, nah am Fels gebauten Dorf. Wenn ihr euch dorthin begebt und unser junges Orakel holt, wird euch eure Sünde vergeben werden. Okay. Ich werde Buße tun. Wo ist das Dorf? Wir glauben, dass Kartwasten der Ort in unserer Vision ist. Nun beeilt euch. Ihr müsst das Mädchen so bald wie möglich zum Tempel bringen. Was? Die Statue wurde wieder entfernt? Was ist ein Orakel? Das Orakel von Dibella verbringt ihr gesamtes Leben in direktem Austausch mit der Göttin. Von Kindesbeinen an bis zum Tag ihres Dahinscheidens ist sie eine Verbindung zur himmlischen Mutter. Durch ihre Träume erleben wir den Geist unserer Göttin. Wir haben in einer Vision erfahren, dass das nächste Orakel in einem Dorf im Norden lebt. Sie muss zum Tempel gebracht werden, damit ihr Träumen beginnen kann.
Weshalb die ganze Geheimniskrämerei? Wir ziehen es vor, den Tod des Orakels erst dann zu verkünden, wenn wir ein neues haben. Die Menschen sollen wissen, dass wir mit der Göttin in Verbindung stehen. Das Mädchen wird also einfach seiner Familie entrissen? Das gilt als große Ehre für die Familie. Ihre Tochter wird niemals Not leiden und die Göttin segnet sie mit einer reichen Belohnung. Springt dabei noch was für mich raus. Wollen wir das mal fragen? Kennt ihr den Segen von Dibella? Er kann euch dabei helfen, Frauen den Hof zu machen, falls das euer Begehr ist. Nein. Oder ihr erhaltet Stärke, wenn ihr mal aneckt. Normalerweise wird er Männern nicht verliehen. Aber für das Geleit des Orakels könnten wir eine Ausnahme machen. Bis zum nächsten Mal. Ist die Statue wieder da hinten, oder? Nee. Da haben sie mir jetzt die Statue abgenommen. Das heißt, ich kann die Quest nicht abschließen, oder? Die ist jetzt aber auch hier nicht mehr drin. Nee. So, finde das zukünftige Orakel von Dibella. Ich meine, eigentlich auch eine gute Sache. Ich hatte ja nicht vor, hier eine kriminelle Karriere zu starten. Von daher ist mir das ganz recht, dass ich das nicht machen muss. Ja? So. Wo müssen wir... Ach, hier, stimmt. Festung Markart? Festung... Nee, Quatsch, da bin ich gerade. Das ist nicht das Ziel. Bin ich schon wieder blind? Ich sehe jetzt gerade keinen Questmarker. Ach, doch, hier. Kartwassen. Findet das künftige Orakel, ja. War aber wirklich schlecht zu sehen gerade. So, ich habe keinen Questmarker mehr hier. Das heißt, wir müssen hier wahrscheinlich von Haus zu Haus und überall mal nachfragen. Ich scheine gerade zu einer schlechten Zeit hergekommen zu sein. So, Zaubertrank der Heilung. Oh. Nee, nicht genug. Dunkelfeil, Vampirstaub. So, wer ist das hier? Auch ein Vampir. Bitte. Ich kann nicht. Bitte. Bitte geht einfach. Warum? Was ist los mit dir? Bitte. Ich kann nicht. Bitte. Bitte geht einfach. Den haben sie wohl hier getötet. Schlüssel zum Kartwassener Saal. Silberne Saphirhalskette. Ein Amethystring, ein goldener Ring. Ah!
Also ich war es nicht, der lag hier schon, ne? Wie spät ist denn das jetzt hier gerade? Achso, 7.25 Uhr am Morgen. Dann müssen wir wirklich hier erstmal 2 Stunden warten. So. Jetzt müssten die ja überall reinkommen. Nee, immer noch nicht. Auch nicht. Was ist denn das hier für ein Nest? Wartet! Ich kenne euch doch! Ihr begeht einen Fehler. Das ist ganz sicher kein Fehler. Ihr seid ein gesuchter Mann und jetzt werdet ihr für eure Verbrechen bezahlen. Dafür habe ich keine Zeit. Ihr etwa? Was denn für Verbrechen? Wisst ihr was? Ihr seid den Ärger nicht wert. Geht und macht einem anderen Posten das Leben schwer. Was gibt's denn? Ich muss die Augen offen halten. Diese verdammten Drachen könnten jeden Augenblick zuschlagen. Also ich wüsste jetzt nicht, dass ich hier irgendwas verbrochen habe. Vielleicht, weil ich den Toten da geplündert habe. Oder ich habe mit meinem Zauber mal wieder über die Stränge geschlagen, als wir eben von Vampiren angegriffen wurden. Das kann natürlich auch sein. Aber mich wundert es, dass ich jetzt hier in Kartwasten bin, keinen Questmarker mehr habe. Ich weiß gar nicht, wo ich hier hin soll. Und ich komme auch in die Häuser hier nicht rein. Einetach ist tot. Was wird nun mit Kartwasten geschehen? Es ist schön, euch wiederzusehen, Freund. Ich suche ein junges Mädchen, das hier in der Gegend wohnt. Ich glaube, ihr sucht nach Enmon. Okay. Also gut. Mögen eure Klingen scharf und eure Beute frisch sein. Danke. Ich suche ein junges Mädchen, das hier in der Gegend wohnt. Ich dachte, Enmon und Mian hatten ein kleines Mädchen. Aber ich habe sie schon länger nicht mehr gesehen. Oh. Kämpft wacker. Wartet! Ich kenne euch nicht. Ich bezahle jetzt meine Schulden. Ja, das ist blöd, ne? Dass ich jetzt hier keine andere Gesprächsoption habe. Das ist ganz sicher kein Fehler. Ihr seid ein gesuchter Mann. Ihr habt mich gefangen. Ich werde mein Kopfgeld bezahlen. Auch gut. Ich konfisziere all eure gestohlenen Waren. Dann könnt ihr gehen. Okay, was nimmt er mir jetzt weg? Gar nichts. Weil sonst würde es da oben stehen, oder? Ich kann es kaum erwarten, einen dieser Rebellen kalt zu machen. So, hier ist der Questmarker. Ich muss in die Mine. Okay. Ich habe Fremden nichts zu sagen. Ihr seid nicht von hier. Und wir müssen nicht miteinander reden. Ich suche ein junges Mädchen, das hier in der Gegend wohnt. Verdammt, Mann, wollt ihr euren Spott mit uns treiben? Wovon redet ihr? Unsere Tochter Fiotra wurde von hier verschleppt. Die Abgeschworenen haben uns überfallen und sie haben nichts anderes angerührt, nur unser kleines Mädchen. Wohin haben sie sie gebracht? Es waren die Abgeschworenen vom Bruchturm. Die haben vorher noch nie viel Ärger gemacht. Was kümmert es euch? Ich habe meine Gründe. Eure Tochter ist das Orakel von Dibella. Sie? Wirklich? Das hätte ich mir nie träumen lassen. Dann brauchen wir sie natürlich in Markarth. Ich komme mit euch. Dort draußen ist es gefährlich. Ihr solltet hier bleiben. Ihr habt wahrscheinlich recht. Aber bitte beeilt euch. Wer weiß, was diese Bestien hier antun. Ich werde mein Bestes geben, Sir. So. Okay, also sie wurde entführt von den Abgeschworenen. Und wir müssen sie jetzt befreien. Ich bin auch ganz zufrieden, dass wir
jetzt hier in der Gesprächsoption auch die Wahl hatten, den Typen hier zu lassen. Lasst eure Hände in euren eigenen Taschen, diebische Schlange. Was willst du denn? Früher war ich auch ein Abenteurer. Diebische Schlange. Ich habe nach euch gesucht. Ich soll euch etwas liefern, aber nur euch persönlich. Ja, von Calzelmo? Ich habe einen Brief und einen Haufen Gold. Irgendwas von wegen eurer Erbschaft. Ach, und mein Beileid. Das war's dann wohl. Ich muss los. Bitte was? Testament? Unikonoko, im Namen von Jarl Igmund haben wir die traurige Pflicht, euch über den Tod von Einetach zu informieren. Einetach hat euch ein Erbe von 100 Goldstücken vermacht. Der Hof des Jarl hat eine gesetzliche Steuer in Höhe von 10 Goldstücken erhoben. Die übrige Summe wurde an einen vertrauensvollen Kurier zur Überbringung gegeben. Auch wenn der Hof des Jarl an diesem Tag gemeinsam mit euch trauert, so finden wir Trost in dem Wissen, dass Einetach sowohl über Freunde als auch über Wohlstand verfügte, den er weitergeben konnte. Möge dieses Erbe euch an eure anhaltende Treue zueinander erinnern und an die Mildtätigkeit des Jarl, die euch beiden galt und noch gilt. So, wo sind jetzt die 90 Goldstücke? Okay, so, gut. Die Folge ist zwar ein bisschen kürzer, aber ich würde sie trotzdem an dieser Stelle jetzt hier erstmal beenden. Ja, und dann begeben wir uns in der nächsten Folge auf zur Rettung des Orakels. Ich bedanke mich bei euch wieder fürs Zuschauen, hoffe, es hat euch gefallen und wenn ihr wollt, dann sehen wir uns.